bin ich durch die anderen Hallen gelaufen. Und das war das, was ich erzählt hatte. Ich bin durch Halle 2 gelaufen mit den Kinder- und Jugendbüchern. Mhm. Und das war echt wie die Spielzeugmesse. Also Spielzeug leer. Ohne, nicht leer, was? Sondern Spielzeug ohne Ende. Kaum Bücher oder so, sondern Spielzeug. Überall nur Spielzeug. Wow. Den habe ich eine Weile zugehört, aber ich habe mich einfach auch bloß dahingesetzt, weil meine Füße wehgetan haben. Und ich habe nicht gemerkt, dass jemand anders, der sich gerade einen Kaffee geholt hat, seinen Platz weggenommen hat. Der hat mich dann da weggescheucht. Wow. Guck mal, Bücher. Auf einer Buchmesse, hättest du das gedacht? Oh, der Tunnel. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal am Freitag mit Suse in so einem Tunnel Fotos gemacht. Mhm. Yeah, das war cool. Also da wurden wir zwar relativ schnell weggescheucht, weil es war schon spät, aber... Ach, ihr wart direkt im Tunnel drin? Ja, ja. Oh. Beim CCL am Freitagabend dann. Hm. Willkommen zu der Buchmesse! Amen. Guck mal, eine Decke. Ach so, da wollte ich die... Ach ja, die da rumsaßen. Die Tribüne da mal. Ach so. Filmen. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wer dort eine Lesung gehalten hat. Ich weiß es nicht mehr. Oh, Schuki und Nau. Die sahen so toll aus. Susi. Oh, und Zell und Fosel. Ach, die zwei. Die sind so angenehm. Yeah. Lächelt immer so süß. Ja. So ein Hamster. Ist voll drin. Ah, das war noch von mir. Ich war ein bisschen von oben gefilmt. Es war am Donnerstag und da füllten sich langsam so die Glashalle mit Cosplayern. Dan! Uke Arsch! Ha. Der Uke Arsch. Der hat dich gerade entführt. Zum Foto machen. Oh Gott, bei dieser einen Pose, meine Bauchmuskeln. Ich weiß nicht, ob du davon ein Video hast. Nee, ich glaube nicht. Aber da habe ich übelst angefangen zu vibrieren, weil meine Bauchmuskeln. Also ich war so nach hinten gelehnt und konnte mein Gewicht nicht auf meine Füße verlagern. Und mein gesamtes Gewicht wurde von meinem Bauch getragen. Und ich habe gemerkt, wie dann irgendwann meine Bauchmuskeln angefangen haben zu zittern. Und irgendwann hat mein ganzer Körper vibriert. Hey, so muss das sein. Hätte ich gerade ein Foto mit dem Typ gemacht. Mit den Schülern. Yeah. Wie am Mittwoch. Wie cool. Glashalle, voll schön. Epischer Shot. Ja, ich glaube, das Video habe ich gemacht. Ja, das hast du gemacht, das von dir. Da warst du voll in der Glashalle. Ja, wie ich wieder meine ruhige Kamera hand. Ich versuch mal. Ach ja, da habe ich da extra ein Video gemacht, weil wir, glaube ich, da 2000 Mal festgenagelt wurden und sowieso nicht von da wegkamen. Ah ja, dann sind wir nochmal durch Halle 2 gegangen und wurden da auch 1000 Mal angehalten. Ich glaube, das habe ich schon wieder auf dem Weg nach draußen gemacht, das Video. Oder? Laufen wir da gerade erst rein? Ich weiß es nicht. Titten. Da hat, ich glaube, Fussel hatte da Armin verwechselt und meinte so, hä, warum ist Chris da auf diesem? Ich bin gerade voll daneben. Ich glaube, ich habe ewig gebraucht, bis ich den gefunden habe. Da, rechts, rechts. Wieso? Ah. Oh ja, und Steffi hat die Little Sister gemacht. Das war voll toll. Das stand ihr voll gut. Yeah. Nur random rumgesitze. Wie immer. Du guckst schon wieder. Was guckst du? Ich warte auf irgendwas. Ach so. Ach ja, da haben wir dann ewig gebraucht, ehe wir mal das zustande bekommen haben, alle zusammen auf ein Gruppenfoto oder für dieses Video ranzukarren. Schuki ist so, so süß, ey. Oh, und die sah so toll aus in dem Cosplay. Ja. Wow. Im Allgemeinen, das ist immer so aus. Was auch, es ist so geil. Was, warum? Ach so, ja. Sie hat dich gefragt, was du mit dem Megafon machst. Dich anschreien! Sehr schön. Stimmt, und auch hat jemand die kleinen Videos gemacht. Was hatte sie damit eigentlich vor? Sie macht noch ein Musikvideo draus. Das wird doch voll episch. Episch. Episch, episch, episch. Da durfte ich ja auch ein bisschen was filmen, was sie mit drauf sein wollte. Yay. 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 Ach, bei den Videotakes haben Fussel und ich auch ewig gebraucht, weil wir immer so, ja, Rücken an Rücken. Und so, ah, warum schießt du auf mich?
Vortrag ist zu Ende. Yeah. Gunst. So, für zu Raucherfinger. Ja, wie geht's dir denn? Erstaunlich gut. Wie ist denn dein Cosplay angekommen? Erstaunlich gut. Nein, super mega toll angekommen. Ich leg dir deine Farbe. Jetzt kannst du ja. Ich danke, dein Wasser hat schon noch graue Farbe geschmeckt. Ja, außerdem, wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Und morgen geht's dann. Wir müssen jetzt duschen. Ja. Und wir ins Bett gelegt. Und wir wollen noch in Rewe gehen und Toast kaufen, weil wir so idiotisch waren und keinen Toast gekauft haben. Ja, anderthalb Packungen reicht für anderthalb Wochen. Ja, du doch nicht so, als hätte ich das gesagt. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt nach Hause. Bis morgen! Donnerstag war ein sehr schöner Auftakt, auch wenn ich dann auch noch sehr Phantomschmerzen hatte von der Kette. Ja, die war wirklich schwer. Ich hatte die geniale Idee, für meinen Borderlands-Star-Cosplay eine echte Eisenkette, so 2 Meter, zu bestellen. Und als das Paket ankam, war ich dann doch recht erschrocken, dass es so an die 3 Kilo also, gewogen hat. Es war auch echt nicht größer als so in etwa. Aber ich es auch. Hat, glaube ich... Ne, okay, so. Ja. Aber es hat, glaube ich, eine Tonne gewogen oder so. Ja, und das dann an die Hose zu kriegen, ohne dass die Hose mir ständig über den Arsch rutscht, war schon schwierig. Aber dann auch den ganzen Tag, wenn ich gelaufen bin, habe ich das immer so... hochgehalten, damit ich halt große Schritte machen kann. Ansonsten ist mir das so über die Beine gerutscht, dann konnte ich nur noch Pinguinschritte machen. Aber am Samstag habe ich dann auch eine leichtere Kette dran gemacht und das sah dann zwar nicht mehr so episch aus, aber es war definitiv entspannter. Ja, und Freitag war dann, ging's mit Gammel-Cosplay weiter, ne? Ey, das ist, ich habe Freitag nochmal hohe Schuhe angezogen, um nochmal durch die Hallen zu laufen, mir nochmal die Füße kaputt zu machen. Und Freitagabend habe ich noch so zu ihr gesagt, ja, du ziehst dir morgen flachere Schuhe an und die dann auch bequemer sind. Ja. Nächsten Tag, ja, am Donnerstag war der Absatz so und am Freitag so. Das sind flacher, kannst du nichts dagegen gesagt. Das sind flacher. Ja, aber ich habe mir trotzdem die Füße kaputt gemacht, aber ich hatte zumindest... flache Schuhe noch mitgenommen und hatte die dann auch angehabt, was ganz gut war. Und am Samstag hatte ich dann nur flache Schuhe an. Und da habe ich dann aber trotzdem die ganze Zeit gesessen, was eigentlich sehr sinnlos gewesen ist. Aber okay. Kommen wir zum Freitag. Freitag! Sprachaufnahme! Stimmt, ich mache mal eine neue Aufnahme. Mach mal ein Foto. Scheiße. Okay. Nehme auf, du kannst deine Anmoderation machen. Au, meine Haare. Sprachaufnahme. Ich mag meine Anmoderation, aber das kriege ich nicht nochmal so hin.